die Überschrift über unseren Antrag ist nicht mehr ganz up to date. Wir hatten den zum Internationalen Tag gegen Rassismus eingereicht, aber es ist völlig unabhängig davon. Unser Antrag bezieht sich darauf, dass die Stadt Kassel, ja, also dass die Stadtverordnetenversammlung im Februar 2021, also vor 3 Jahren inzwischen, beschlossen hat, dass die Namen von Plätzen und Straßen in unserer Stadt untersucht werden bezüglich ihrer nationalsozialistischen und kolonialgeschichtlichen Belastung an der Personen, die da verewigt sind. Und Sie erinnern sich wahrscheinlich, damals wurde dann beschlossen, dass ein Professor diese Kommission einrichten soll. Es hat sich hingezögert und es zögert sich immer noch hin. Nach 3 Jahren gibt es überhaupt keine sozusagen Konkretion in der Umsetzung dieses Beschlusses. Nach unserer Meinung ist es damit nicht erledigt, sondern wir finden schon, dass es da Bedarf gibt, weil es eben auch in unserer Stadt Lücken gibt in der Aufarbeitung der Geschichte und auch der Aufarbeitung von rassistischer und antisemitischer Geschichte, die eben in solchen Figuren weiterlebt. Aber wir wollen nicht mehr warten, weil es nicht gleich alles zu einem solchen Bericht kommt, sondern wir beantragen, dass die Stadt Kassel damit beginnt. Und zwar beginnt mit einem der Personen, die ohne Zweifel gewalttätig und rassistisch in der Kolonialgeschichte Deutschlands aktiv war. Es geht um die Bismannstraße und über die brutale Praxis dieses Befehlshabers einer deutschen Schutztruppe, der sogenannten Bismann-Truppe in Deutsch-Ostafrika, herrscht in der Forschung Konsens. Er ist im 20. Jahrhundert von Bismarck ausgewählt worden, um dort in Deutsch-Ostafrika, wie es damals hieß, den sogenannten Araberaufstand niederzuschlagen. 1889 ist er da aufgebrochen und er hat seine Pläne im Reichstag offengelegt und hat deutlich gesagt, dass die Anwendung von Gewalt notwendig ist und entsprechend hat er eine Söldnertruppe zusammengestellt. Die Strategie des Terrors ist sozusagen ist seine Strategie gewesen, um die indigene Bevölkerung zu unterwerfen. Es sind Dörfer niedergebrannt worden, es sind unzählige Männer, Frauen und Kinder hingerichtet worden, vertrieben worden. Und Bismann war eben der Befehlshaber dieser Massaker. Und er war auch derjenige, der die sogenannte Hüttensteuer eingeführt hat, die dazu geführt hat, dass viele Indigene einfach nicht mehr ihre Existenz bestreiten konnten, weil sie so viel Geld an die Kolonialherren abdrücken mussten. Es hat wieder zu Aufständen geführt und der große Manchi-Manchi-Krieg ist sozusagen, hat da eine Ursache. Und in diesem Krieg ist ein Drittel der dortigen Bevölkerung ums Leben gekommen, etwa 300.000 Menschen. Also was ich sagen will ist, es ist völlig klar, dass man nach einer solchen Person nicht eine Straße benennen sollte in einer Stadt, die sich demokratischen Werten und Menschenrechten und antirassistischen und antisemitischen Grundüberzeugungen verschreibt. Wir brauchen auch keine Forschung dazu. Die Stadt Düsseldorf hat vor inzwischen 4 Jahren einen Bericht vorgelegt. Sie haben alle ihre Straßen und Plätze untersuchen lassen, übrigens unter Leitung des Stadtarchivs des dortigen und der Gedenkstätte. Und da sind diese Namen aufgelistet. Für die Stadt Kassel gibt es 3 Figuren, die unter besonders rassistisch und gewalttätig geführt werden. Und einer davon ist eben Bismann. Wir bitten darum,
dass Sie diesem Antrag zustimmen und mit der Bürgerbeteiligung.